Wieder Verbindung erfolgreich. Wie wäre es, wenn wir das einfach mal so lassen? Hallo? Haben wir jetzt hier, ne? Und so. Eventuell? Ich meine, es ist ja schön, wenn es entweder da oder wegbleiben würde. Aber so mittendrin ist doof. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Und noch ein Versuch. Warum sehe ich in dem. Warum sehe ich in meinem Stream mehr Chat als wie auf meinem. Auf meinem Dingens? Ne? Mach doch einen Hotspot mit deinem Handy. Das ist doch höchstens ein Gigabyte für deinen 2-Stunden-Stream. Ist leider die Geschwindigkeit trotzdem nicht so. Ja, der Chat kommt nicht hinterher. Warte mal kurz, ich muss mal mein Fenster hier neu laden. Ich seh ganz viel Chat bei mir im Ding ins Fenster. Warte mal ganz kurz. Dass ich alles nicht lesen konnte. Noch ein Versuch. Daumen drück. Moin. Moin. Moin, so viel kann ich lesen. So. Jetzt scheint es ja zu bleiben. Wäre das nicht schön, wenn das Bild einfach bleiben würde? Sag doch mal bitte einer Piep. Da sagt einer Piep. Nicht beschwören. Ja, ja, pst. Okay, na gut. Wo sind wir stehen geblieben? Bei dem Internet, was eventuell bleibt. So, Netflix dreht irgendwie durch. Meinst du? Den Jay gibt es übrigens auch auf YouTube. Ich muss mal gerade meine Tür zumachen. Ja, Partner, nicht kaputt machen. Wenn ich hier aus dem Bild rolle. Okay, Chat dreht durch. Ach so. So. Ach so, okay, Chat dreht durch. Okay, Chat dreht durch. Ja, der Chat im Stream, ich sehe schon, schreibt alles dreimal. Ja, damit ich es doch garantiert lese. Oder so. Weiß ich nicht. Wollen wir es nochmal probieren, wa? Machen wir doch einfach mal weiter. Wir tun so, als wäre nichts gewesen. Und ich bin mal gespannt, ob Streamlabs, beziehungsweise ob Twitch jetzt hier Dry Streams draus macht. Ja, ne? Okay, na gut. Diese Mucke aus und die Spielemucke wieder an. Oh, da sind wir wieder. So, wir sind Ron und machen gar nichts, wie sich das gehört. Siehst du, hier machen sie doch auch mit, die zwei anderen Nasen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, okay, sagt Moody. Ich hasse das, wenn man im Hinterkopf haben muss, dass hier eventuell der Stream ausfällt oder so. Perfekt. Aber zumindest sagt einem OBS Studio. Ah, oh, da war die Feuer. Ich sehe nichts. Feuer könnt ihr nur zusammen löschen. Zumindest sagt dem OBS Studio. Helft mir! Helft mir! Wenn der Stream abbricht. Es ist nervig und dann braucht die Fritzbox mal so lang zum Verbinden. Ja. Es ist ja alles ein bisschen doof. So, Schokofrosch. Ich möchte einen Schokofrosch. Alles und klar mit dir? Alter, schon liegt wieder einer im Dreck. Das ist alles sehr interessant hier, dass immer mal wieder einer sequenzmäßig durch die Gegend gewirbelt wird. Passiert sowas denn öfter mal bei dir zu Hause? Nö. Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, tatsächlich. Aber das ist interessant, man kriegt es ja meistens auch gar nicht mit, ne? Also ich habe eigentlich den ganzen Tag Spotify laufen, ja? Aber Spotify schafft es ja tatsächlich, Lieder, die man öfter spielt, halt einfach irgendwo auf der Festplatte zwischenzulagern, sodass du es gar nicht mitkriegst, wenn das Internet ausfällt. Ich krieg tatsächlich eher nur bei meinen Schichten mit. Jay Stream läuft wieder. Dankeschön, Ruby. Danke fürs Mitteilen im Discord. Perfekt. Ich krieg's nur bei der Arbeit mit, weil mein kompletter Arbeitsrechner halt meinen Arbeitsplatz auf Arbeit streamt. Ja? Und wenn das ausfällt, dann fällt das aus. Feuer Salamander. Mach Beine auseinander. Ihr seid ja glühend heiß. Ach nee. Heißt auch Feuer Salamander. Ihr habt ihn gelöscht. Versucht es jetzt mit einem Fluch. Okay. Lapifox. Okay. Hervorragend, Weasley. BRBV. Okay. Be right back. Verstehste. Oder so. Wer hat denn Salamander gerade in Häschen verwandelt? Das kann nur Hermine gewesen sein. So, da haben wir noch einen Eimer.
Ganz viele Bohnen für Ron. Die Bohnen verschwinden alle irgendwie in der Wand. Wie reit weg, Vögelchen. Oder so. Definitiv. Aqua Eructo. Battlebirds, ja, das kann durchaus sein. So, Leute hier hinter mir. Versucht den Salamander zu löschen, bevor ihr einen Flug verwendet. Ach, ich kann den sogar aufladen. Interessant. Da haben wir noch einen Feuersalamander. Wendet einen Fluch auf ihn an. Der ist wohl ein bisschen aufgegangen, der Kollege. Ach so, und jetzt explodiert er auch noch. Na Gott sei Dank gibt es ja kein Blut zu sehen. Oder Blut und Gedärme, wenn so ein Salamander explodiert. So, ich bin sehr gespannt auf unser neues Logo. Wie und wann und wo wir das einsetzen. Mann, Ruby, da hast du dich wieder selbst übertroffen. Ja toll, das sage ich natürlich jetzt, wo sie gerade nicht da ist. Woran lag es, Jay? Ich habe absolut keine Ahnung, Usa. Ich habe absolut keine Ahnung. Internet war weg, OBS hat gesagt, Stream unterbrochen, ja. Dann durfte ich mir eine halbe Minute bzw. eine Minute angucken, wie die Fritzbox vor sich hin geblunken hat, ja. Da habe ich mal schnell den Netzstecker gezogen und 10 Sekunden später wieder Wine gesteckt, ja. Dann hat er wieder eine Minute verbunden. Dann war das Internet kurz wieder da, dann war das Internet direkt wieder weg. Ron niest sich ja gerade einen weg, wo wir gerade bei weg sind. Und, ja, jetzt sind wir wieder da. Ich bin gespannt, ob es hält, ja. Ein Stündchen muss es noch durchhalten, ja. Na, weil überziehen werden wir nämlich nicht. So. Da ist nichts drin. Okay. Und ich glaube, das war's. Also wir haben jetzt hier tatsächlich nur gelernt, was es mit dem Aqua Eruptus auf sich hat. Oh, und jetzt sind wir auf dem Dach. Diese Salamander sind eine Plage. Und sie haben mir ein Loch in die Hose gebrannt. Und willkommen zurück auf dem Discord-Server, Usa. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Okay, alles 5 Milliarden Mal hier anditschen mit dem Zauberstab und dann geht das wieder. Also ich muss sagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass das bloß so 20, 25 Bilder pro Sekunde sind, dann geht's eigentlich, ja. Genauso wie damit, dass die Steuerung, das kriegt ihr gar nicht so wirklich mit, wirklich ein bisschen verzögert ist, ne? Also ein bisschen Input-Lag ist. Also man gewöhnt sich dran. Relativ schnell. Okay, jetzt krauchen wir hier irgendeinen Hogwarts-Dom hoch. Warum? Was hat Moody mit uns vor, toller Zauber? Feuersalamander heißt das, nicht Salamanderfeuer. Sehr gut, Granger. Ich hatte gehofft, dass du dich erinnern würdest. Ich konnte mich jetzt gerade nicht wirklich bewegen. Okay. Und da explodiert ein Sprühdingsbums-Bohnen, wenn es sein muss. So, Ron hat jetzt 135 Bohnen, das ist schon besser. Okay, Hermine hat ein paar weniger. Können wir nicht... Warum können wir nicht... Also, wir können es anscheinend nicht on the fly... Hallo, ihr beiden! ...zwischen den dreien wechseln. Das fände ich eigentlich sehr praktisch. Aqua Eructo! Toller Zauber, ja, ja. Aqua Eructo! So, da sind noch mehr von diesen. Da sind vor allem ganz viele von denen. Alter! Wenn ich auf das Ding in der Mitte ziele. Du erinnerst dich sicher noch an die Salamanderfeuer, Weasley. Du musst sie löschen, sonst spucken sie neue Salamander. Ja. Wenn ich in der Mitte auf das Ding ziele, au, dann kann ich mich nicht bewegen, was ich ein bisschen doof finde. Nicht ins Feuer, du Dummkopf. Sorry. Autsch. Alter. Er hat mich verbrannt. Ja, wir machen die jetzt erstmal kaputt. Die Feuer löschen. Der Woody geht mir voll auf die Eier. So, jetzt rennt schon zwei Häschen und zwei Salamander rum. So, kann mal einer hier mithelfen? Oder muss ich das tatsächlich alleine machen? Okay, ich muss das tatsächlich alleine machen. Das war gerade voll praktisch, dass mein Bein... dass das Aqua Eruptus den schon bereits gelöschten Salamander getroffen hat. Adio. Hoffentlich sind nicht noch mehr von den Viechern hier. Oh mein Gott. Wie ich Moody kenne, lungert hier sicher eine ganze Horde rum. Aha, so kennt man Moody, ja. Natürlich. Also es ist bisher tatsächlich nicht schlecht, das Spiel. Es ist anders. Es ist actiongeladener, definitiv. Ja? Aber ich finde es nicht unbedingt schlecht.
Vieles wiederholt sich nichtsdestotrotz schon so ein bisschen, finde ich. Gut? Also das mit den Salamandern, ich bin mal gespannt, wie lange sie... Alter, Hermine, willst du auch mitmachen? Hermine, möchtest du bitte mitmachen? Hast du, kannst du, willst du? Nicht? Nee, okay, alles gut. Sehr schön, dann halt nicht. Was soll ich sagen? Wenn sich das vielleicht mit dem Feuersalamander durch das ganze Spiel zieht, dann weiß ich nicht, ob mich das so lange. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, wartet nur ein Salamander darauf, sich auf mich zu stürzen. Finde. Dieses Mal ist es allerdings nicht nur. Alter! Nun wer? Achso, die zünden sich auch noch wieder an. Ach du Jemine. So, warte mal. Ja, nimm den Felsen da weg. Dankeschön. Weiter so. So, ja, beschäftigt den anderen Salamander. Ist okay. Euch. Okay, Feuer gelöscht, aber einer kam noch raus. Warum er jetzt unbedingt hinten auf den Felsen zielen musste, weiß auch wieder keiner. So, kannst du mal bitte hier diesen Hasen sprengen? Dankeschön. Also wirklich, ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Wir machen doch. Ron ist fast tot. Oh, halt. Jetzt kommt. Leute, weißt du, die stehen da und das Feuer ist immer noch an hier. Ja, geschafft, sagt sie. Gut gemacht. Die absolut nichts gemacht hat. Und holt den Schild. Okay. Haben wir hier noch irgendwie was versteckt? Also versteckt, das gab es bis jetzt ziemlich gar nichts, ne? Da ist ein Schild, sehr schön. Dann nehmen wir den doch. Warum dürfen Ron und Hermine eigentlich bei Harrys trimagischer Turnieraufgabe helfen? Das finde ich ein bisschen seltsam. Neues Gebiet freigeschaltet, Anfänger, toller Zauber, perfekter Zauber, blablabla, Wingardium Leviosa, okay. Capere Tractum. Wie kann man den nicht perfekt hinkriegen? Aqua Eructo? Fortgeschritten, aha. Ach so, die Zauber selbst. Ach, das sind quasi Fortschrittsanzeigen für die Zauber. Okay, muss ich mir gerade im Menü nochmal angucken. Mutti geht mir auf den Geist. Okay, ja, es wird bestimmt noch andere Leute hier während des Spiels geben, die uns voll sabbeln, könnte ich wetten. So, so jetzt muss ich beziehungsweise will ich gerade mal hier schauen, bei Info. War das bei Info? Weitere Infos? Hier, genau, das hier wollte ich mir eigentlich angucken. Eine fortgeschrittene Wertung und jetzt haben wir auch links 1 von 38. Okay, 38 Schilde gibt es anscheinend zu sammeln. Hier haben wir die Fortschrittsanzeige für die Zauber. Anti-Obscuranten, also da haben wir das wieder. Melo-Force. Okay. Also, Wingardium Leviosa ist... Ist das jetzt auch schon fortgeschritten oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Seltsam. Also auf jeden Fall, hier sind wir fortgeschritten. Ich weiß nicht, was das bringt, die Wertung, aber wir werden sehen. Keine Ahnung. So, das mit den Karten. Jetzt müssen wir hier nach jedem Gebiet hier wieder in die Sammelkarten reingucken, ja? Und vor allen Dingen bei Ron muss ich reingucken. Guck mal, hier gibt es direkt schon wieder drei weitere. Ach Gott sei Dank kann er sich gerade so leisten. Harrys Flüche werden wieder besser. Ja, bitte. Was hat er denn da an der Seite? Der hat irgendwie so dezente Narben am Hals und so. Seltsam. Strange. So, es nervt ein bisschen wirklich, dass also diese Input-Verzögerung, ne? Ich kann gar nicht so richtig schön schnell klicken und so weiter. Welcome back, Jay. Welcome back, Prama. So, du auch. Haben wir im Satz 2 schon welche? Nö, das ist der komplette Satz gesperrt. Wann werden die freigeschalten? Ist jetzt so meine Frage. Harrys Accio-Zauber wird mächtiger. Okay. Hallo, Seamus. Seamus? Also der Vater auf jeden Fall von Cedric Diggory. Diggory, wie hieß denn der Vater? Seamus, jetzt hab ich's. Seamus Diggory. So, okay, Accio, Kraft. Ach nee, Fluch und Accio. Okay, wenn es sein muss. Aber ansonsten haben wir hier... Gott, klick. Nichts weiter. So, Hermine, alle Hermine-Karten. 42 Boden hat sie gesammelt. Okay, das reicht definitiv nicht. Was ist denn mit... Warum hat sie denn das übelst teure Gelumpe am Anfang? Okay, Akio können wir bei ihr verbessern. Machen wir auch direkt mal. Drauf geschissen auf das dritte Extremo-Dingsbums. Akio wird mächtiger. Ich mag das mit den Bildern, ehrlich gesagt. Finde ich super.
Okay, einmal Quidditch-Weltmeisterschaft noch. So, und für mehr reicht es jetzt nicht. So, Ron, jetzt bin ich gespannt. Ron, was mit dir? 191 Bohnen, war mal richtig schön fleißig. So, Fluch, Fluch und Fluch und Doppelfluch, Fluch, Flucht. Was? Fluchwandler und Freundschaft für 200. Können wir uns leider nicht leisten. Tschüssi! Willkommen zurück, alle, die komplette Bande, willkommen zurück hier. So, Ron und Moody. Rons Flüche. Ron und Moody. Es ist ein tolles Ron-Bild, ja. Man sieht richtig viel von Ron. So, 141. Da können wir uns tatsächlich noch einen Fluchwandler leisten. Alle Karten in Rons Hand werden in Fluchkarten verwandelt. Warum können wir da nicht einfach Fluchkarten ausrüsten? Das verstehe ich nicht. Hallo, Vatern. Sind sehr seltsame Karten dabei. So, die Aufgabenkarten, haben wir da schon eine freigeschaltet? Nein, die Kreaturenkarten. Konnten wir da gucken, was die machen? Tatsächlich, der Spieler hat im Kampf Sumpfkradler-Vorteil. Warum sollte man da so viele von davon ausrüsten wollen? Ach guck mal, der Spieler hat im Kampf übrigens gegen Sumpfkradler einen Vorteil, ja. Fühle mich sehr willkommen hier. Ja, warum nicht? Warum nicht? Brava, was los? Natürlich bist du willkommen hier. Warte mal, was haben wir denn noch für... Haben wir noch die anderen irgendwie? Haben wir da schon welche... Ach, tatsächlich Salamander. Haben wir auch schon direkt alle frei. Ich habe ja noch eine Packung Bertie Botts Bohnen. Hat Brahma auch noch. Hat er immer noch nicht aufgegessen. Habe ich letztens wieder gesehen, ja. So, Spieler hat im Kampf Salamander-Vorteile. Salamander-Vorteile. Oh nice, man kann die sogar so ein bisschen drehen. Das ist ja ganz geil eigentlich. Siehst du, das hätte ich mir von vornherein auch mit den ersten drei Spielen gewünscht, ne? Die ganzen Porträts, aber geht natürlich nicht, ne? Das war eine Packung Bertie Botts Bohnen in allen Geschmackssorten und nur die ekligen, die ich ihm geschenkt hatte. Ja, Popelgeschmack und Ohrenschmalz und Dreck und Gras. Was hat man noch? Ich glaube, Erbrochenes war auch noch, aber es hat definitiv nicht nach Erbrochenem geschmeckt. Seife war definitiv auch dabei, ja. Sind ja wirklich eklig. Es geht. Also manche habe ich selber nicht probiert. Gras habe ich getestet, schmeckt sehr nett nach Gras. Und Dreck habe ich getestet, auch das sehr interessant. Ja. Regenwürmer hat ein bisschen wie Dreck geschmeckt, warum auch immer. Ja, naja, wir haben ja hier am Ort einen Elbenwaldladen, ne? Also einen direkten Laden von Elbenwald. Und da gehst du rein, da willst du nicht mehr rausgehen. Ja? Ich gebe von jedem Scheiß alles. Ja, es ist furchtbar. Ja. Eigentlich sollte Brahma jetzt tatsächlich also zum Geburtstag hat er die Bohnen von mir geschenkt bekommen, zusammen mit einer Gryffindor-Mütze. Eigentlich wollte ich ihm eine Ron-Mütze kaufen. Weil Ron sein Lieblingscharakter ist, ja. Und so, aber tatsächlich, und eine Ron-Figur, ja, aber es gab leider nur noch Filch. Es gab nur noch Filch als hier, ne, Figur. Deswegen, wollte ich nicht mal. Filch war der Ladenhüter, ach ja. Nee, und dafür gab es dann Bohnen. Bohnen und eine Mütze. Wunderschönen guten Abend, Mr. Tom Löwe. Und wieso Dizzy? Und du... Wo ist Dizzy? Habe ich Dizzy überlesen? Keine Leute begrüßen, die sich noch nicht selbst angekündigt haben. Die meisten, manche wollen dann eventuell anonym bleiben. Ja. Habe ich Dizzy überlesen? Nee. Dizzy steht da gerade. Wo? Wo? Wo steht Dizzy? Da, auch in grün, Entschuldigung. Ach ja, Mensch, alles in grün. Ja, habe ich vor lauter Ruby gar nicht gesehen. Ach Mann. Hallo Dizzy, wunderschönen guten Abend. Ihr habt alle das Beste verpasst, mein Stream ist abgestürzt vorhin. So, okay, weitergemacht hier. Halbes Dreiviertelstündchen haben wir noch. Da schaffen wir noch ein bisschen Moodys Aufgaben hier. Meine Güte. So, Dizzy, warum bist du denn eigentlich nicht türkisblau, wenn ich mal fragen darf? Warum ist Dizzy grün im Twitch-Chat? Das verstehe ich nicht. Verpasste Chance.
So, Verteidigung gegen dunkle Künste. Ach so, das ist jetzt abgeschlossen. Okay. Moodys Herausforderung ist gesperrt. Ruby so Raum einnimmt, das sowieso. So, Hogwarts-Gelände. Noch ein trimagisches Schild zum Betreten des nächsten Gebietes benötigt. Gesperrt. Hä? Heißt das jetzt, das hier ist gesperrt oder nicht? Weil das ist nämlich gesperrt. Ich kann das anwählen, obwohl da steht noch ein Schild für Dingens benötigt. Das ist ein bisschen seltsam. Seltsam gestaltet. So, jetzt hatten wir alle drei einmal. Wer braucht denn als nächstes mal Bohnen? Am besten, wir gehen wieder mit Hermine, ne? Hermine, Harry, Ron. Hermine, Harry, Ron. Ganz einfach. Ne? So. Okay, ich klicke einfach mal auf empfohlen. Und was wird uns da ausgesucht? Einmal Charakter. Goldmagicus Extremus Startschub. Die Magielast der Gruppe ist zu Beginn teilweise gefüllt. Wo kommen die her? Wo kommt denn die Karte her? An die erinnere ich mich gar nicht. Hä? Kraftfluch, Akio, die steht hier auch nirgends. Interessant. Ich meine, okay, was soll's? So, was haben wir hier? Akio und Magicus Extremus. Okay. So, und bei Ron? Ach du Scheiße, guck mal, wie der absolut geil fluchen kann, ja? Der Ron ist richtig gut im Fluchen. Fluchwandler, ja. Alle Karten in Rons Hand werden in Fluchkarten verwandelt. Aber das ist, ergibt doch bloß, verstehe ich halt nicht, ne? Was bedeutet die 20 da drauf? Und warum bringt quasi zweimal plus 10 so viel Fluch? Komme ich gerade irgendwie nicht mit, muss ich sagen. Ein wenig. Müsste ich mir vielleicht später nochmal angucken, werde ich da garantiert vergessen, aber ist egal. Tja. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir die Woche über mal tatsächlich das Handbuch an. Oder so, wenn ich es irgendwo finde. Hallo, so, jetzt sind wir hier. Und unsere... Wieder zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. Uns fehlen noch einige Schilde und deswegen sind wir jetzt wieder hier. Sammle 10 Minischilde, um ein trimagisches Schild zu halten. Ich habe gerade offensichtlich ein Minischild eingesammelt. Aha. Okay, auch hier gibt es wieder Bohnen drin. Psst. Ich höre Kindergesänge. Ich finde das nicht optimal. Akio. Hä, können wir jetzt hier frei durch die Gegend eiern oder was? Also relativ frei. Wingardium Leviosa. Auch mal interessant. Wingardium Leviosa. Ach, das fällt dir jetzt ein, Ron. Ja, super. Hör ich hier Kindergesang, weil wir tatsächlich gerade um die große Halle rumeiern? Ah ja. Ich denke, die nächste Kreatur wird dich interessieren. Die nächste Kreatur? Wieso? Wie, was, wo? Interessieren? Das kann unmöglich was Gutes sein. Hier haben wir auf jeden Fall eine zu Tür. Achso, die wir auf Carpe Retractum können. Toller Zauber, dankeschön. Ich habe mir Mühe gegeben. Ihhh, da kam gerade irgendwas runtergeklettert. Ich habe es genau gesehen. Alter, Harry, was machst du da hinten? Harry, was ist mit dir nicht in Ordnung? Oh, wir brauchen Harry nicht mitnehmen. Kombi-Zauber, ah ja. Wir verarschen Harry. Was macht Bud Spencer da? Wo? Warte mal, erstmal die Bohnen. Beziehungsweise... Hallo, jawohl. Oh. Wo hast du jetzt Bud Spencer gesehen? Die Tiefe stimmt. Die Statue hat sich bewegt. Alter, da kraucht schon wieder einer hinten lang. Diesmal habe ich es ein bisschen besser gesehen. Darf ich noch umändern? Jawohl, die ganze komplette Folge über dürft ihr euch noch entscheiden und umentscheiden, wie viele Folgen werden wir brauchen für dieses Spiel. Carpe Retractum. Ich finde das ein wenig... Findet das denn sonst keiner gruselig hier? Ich finde das schon gruselig hier. Vor allen Dingen finde ich es sehr interessant, dass ihr im Pulli im strömenden Regen rumrennt. Muss ich ja sagen. Und ich finde es vor allen Dingen sehr gruselig, dass wir uns hier irgendwie so einen Weg aussuchen dürfen oder sowas. Okay, Serenity Usagu ändert auf 3, Ruby.
Achso, falls du die ersten nicht mehr gekriegt hast, falls du die hier vielleicht auch, warum auch immer, mitnotieren willst. Also, aktuell haben wir, Katz hat 6 Folgen geraten, Usago hat von 8 auf 3 jetzt geändert. Evil Cutie hat 7 geraten und Brahma 5. Oh, warte mal, ich muss in das richtige Fenster wieder reintippen hier, so. Carpere Tractum. Carpere Tractum! Sag ich doch. Ich bin halt auch sehr gespannt, wie viele Folgen es werden sollen. Da shit. Was ist er? Was macht er da? Au! Nimm dich vor den Pfeilen in Acht! Ich versuch's ja! Verwendet einen Fluch! Ja, verwendet einfach mal einen Fluch, während ich ihn festhalte. Ron, was machst du eigentlich da? Ah ja, sehr schön. Wir haben ihn in einen Kürbis verwandelt. Und jetzt ist er kaputt explodiert. Interessant. Komische Viecher. Okay. Ich meine, ich weiß nicht mal, wo wir hin sollen, ne? Heißt das, bedeutet das jetzt wirklich, wir sollen hier einfach nur frei in Hogwarts, beziehungsweise auf Schloss Hogwarts rumeiern? Harry, willst du auch mitmachen? Alter! Harry, das war nicht sehr hilfreich von dir. Harry, willst du auch mitmachen? Harry! Harry, guck nicht deinen Zauber... Hör auf, deinen Zauberschabber nach Hose abzuwischen. Harry, bitte. Okay, dann nicht. Wozu ist er eigentlich gut? Hier ist ein Schild. Ein zweites Minischild. Okay, Zähne brauchen wir. Ich hör irgendwas links, aber ich sehe nichts. Ach, da drüben. Da drüben eiern welche schon durch die Gegend. Okay, wo geht's hier hinten noch hin? Hier geht's einfach nur in eine komische Ecke. Okay. Kann ich dich schon irgendwo hinschmeißen? Kann ich hier schon irgendjemanden abschmeißen? Habe ich irgendwas getroffen? Nö. So. Ach, jetzt macht Harry mit. Okay, Ron, willst du auch mitmachen? Ron, nicht? Okay, dann nicht. Alles gut. Oh Gott, das sind ja ganz viele. Das sind ganz viele von denen. Ach, scheiße. Alter. Ich glaube, es müsste sich mal jemand anders vorne hinstellen. Oder rennt ein Hühnchen rum. Ist das ein Referenz für... Oh Gott, Hermine ist gleich tot. Hermine ist tot. Oh nein, wir brauchen eine neue Hermine. Hermine wurde geheilt. Warum machen wir... Achso, für Schokofrösche, alles klar. Die lassen sich aber auch nicht wirklich staggern, muss ich sagen. So, Hermine, sammel mal einen bitte, dankeschön. Jawohl, ganz viele Böhnchen für dich. Ja, das nervt ein bisschen, dass man die ganzen Pötte mehrmals anhauen darf. Und dann weiß man nicht, wann der Schluss ist. Das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus hier. Aber ist anscheinend nichts Bestimmtes. Und was macht hier bitte so ein komisches Geräusch? Nee? Verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall gibt es hier noch Böhnchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zu zweit oder zu dritt richtig gut, gut Laune macht, das Spiel. Obwohl ich das bei denen hier ein bisschen seltsam finde, dass hier aber bloß zwei dran sitzen und dann sich Ewigkeiten dann abwürgen dran. Bei den Toren. Es erinnert mich auch voll. Ach, der tut sich nicht gabeln, sondern der tut dann tatsächlich auch sich zusammendingsen. Der Zauber, wenn man einen Gegner vor sich hat. Okay, alles klar. Meine Güte. Das erinnert mich total an Baldur's Gate. Ich glaube, es war Baldur's Gate Dark Alliance. Also den ersten Teil, den es für... Ich glaube, den gab es auch für GameCube, aber auch für PlayStation 2. Wo man auch mit mehreren Leuten durch die Kanalisation und so weiter rocken konnte. Fand ich lustig. War ganz geil, ne? Da konntest du aber auch mehrere Klassen machen, ne? Einer so ein Nahkämpfer. Und einer ein Fernkämpfer. Und einer ein Zauberer.
So, wenn sich jeder um einen kümmert, geht's eigentlich. Orbis! Orbis! Orum et Leborum. Oder so. So, okay. Ja, aber das hier tatsächlich immer, wenn nur ein Spieler das Ganze spielt, dass dann quasi immer auch nur einer die Bohnen sammelt. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Und vor allem, dass die Bohnen in der Mauer verschwinden. Die sind jetzt alle durch die Mauer runtergefallen, die Bohnen. Ja, anstatt die sich hier vor mir sammeln irgendwie. Was zur Hölle ist das? Fluch auf, alle Antiobskuranten wirken, um Belohnung zu halten. Fluch auf alle Obskurianten. Ja. Okay, das ist ein Antiobskurant. Aber... Was, hä? Versteht sich gerade... Ich meine, ich verfluch den, wie es böse. Ach so, und das war wieder Magicus Extremus. Die Taste muss ich mir merken, dass ich die nicht so oft drücke. Aber, hä? Hab ich den jetzt oder nicht oder wieder was? Axio! Verstehe ich nicht. Haben wir den Anti-Obscurant jetzt hier? Und was ist das? Fluch auf alle Drachenstatuen wirken, um Belohnung zu halten. Ach so, einmal anzaubern und gut ist. Aha. Die Sumpfkrattler waren schon schlimm, aber das hier? Was denn jetzt noch? Noch ein Schild, okay. Es ist so strange gerade. Ich meine, man hat sich gerade so ein bisschen daran gewöhnt, dass man per Map, per Mission quasi einmal von A nach B eiert. Aber jetzt hier, dass man einfach überall mal lang kann. Mach dir nicht immer so viele Gedanken, Rob. Ja, schon wieder ein bisschen seltsam. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall ist Ron fast tot. Und da ist ein großer Schild. Ah. Okay. Huch. Na toll. Oh nein. Uff. Ich glaube, wir sind umzingelt. Ein wenig. Au. Autsch. Immer einen nach dem anderen vornehmen. Ah. Jetzt hat er mich hochgeschleudert. Warum auch immer. Toller Zauber. Ja, finde ich auch. Da liegt noch einer rum. Kann ja bitte einer mit Dingsen. Die Viecher singen auch. Sag mal, Ron, du könntest nicht mal irgendwas einsammeln hier. Gemeinsam drücken, um Magicus Extremus zu machen. Ja, gleich. Moment, erinnert mich an Herr der Ringe. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, Ron ist tot. Nein, oh, Ron ist wieder am Leben. Gott, okay. Einer nach dem anderen. Wie viel sind denn das noch? Das ist ja schrecklich. Jetzt ist Hermine fast tot. Der steckt Hermine im Dreck. Oh nein. Und jetzt den Ron im Dreck. Harry, schön stehen bleiben. Dankeschön. Ich weiß nicht, die Steuerung ist kacke. Warum kann man nicht gleichzeitig zaubern und sich bewegen? Finde ich nicht gut. Absolut nicht gut. Hol den Jungen da aus dem Dreck, ja. Ich versuch's. So, ich glaube, wir haben es. Waren das alle oder kommt noch was dazu? Muss ich trotzdem noch die Feuer ausmachen? Kombizauber? Was? Wo? Die komischen Trolle. Wer singt denn da? Ja, die komischen Trolle. Offensichtlich, keine Ahnung. Da gab es wieder keine Untertitel. Diesen Hörsel sind Evil 4, wo man nur im Stehen schießen kann. Ja, das ist ja alles total seltsam. Könnte man da echt nicht... Ich dachte, war das nicht auch der Gamecube-Teil? Warum kriege ich denn die scheiß Feuer hier nicht aus? Ach so, Entschuldigung, Leute. Ja, hier, komm, mach mal. Ich dachte, da konnte man so wunderschön laufen und schießen. Nee, okay. Strange. Ja, Ron, mach mal das andere Feuer auch noch aus. Kriegen wir es noch hin? Ach so, nee, die müssen mehrere, alles klar. Oh Gott, Harry hat einen viel dickeren Strahl als ich. Ich war es auch der fünfte, erinnere mich gerade nicht genau. Ich überlege gerade überhaupt, welcher der vierte und welcher der fünfte war.
Also einer von denen war auf dem Gamecube, das weiß ich noch. Neuer Level verfügbar, verbotener Wald, fortgeschritten, toller Zauber, toller Zauber, toller Zauber, ja, ja, ja. Okay, wir sind fortgeschritten, Capretractum, wir sind fähig bei Capretractum. Aqua Erupto sind wir jetzt auch fähig. Harvey Vickos hatten wir noch nicht, gut, dass du es auflistest, genauso wie Orbis. Ach nee, Orbis hatten wir schon. Mellaforce hatten wir angeblich auch, Pullus, keine Ahnung, was auch immer Pullus ist, Ibubli, keine Ahnung, Inflatus, genau, nicht? Achso, ein Antiobskurant, eine Drachenstatue. Das geht viel zu schnell. Das ist doch kacke. Der vierte war der, bei dem die kleinen Sherry retten, dem man die kleine Sherry retten muss. Die einem die ganze Zeit in den Ohren liegt. Der fünfte war der erste Teil mit Koop. Der fünfte war der nicht das in Afrika, glaube ich? Ich glaube, ab da hat mir das absolut nicht mehr gefallen, ab dem vierten schon. Weil ich halt einfach daran gewöhnt war, dass man irgendwie in der Stadt unterwegs war, ne? Und nicht irgendwo auf dem Land, irgendwo auf dem Dorf, ja? Okay, Verteidigung gegen die dunklen Künste abgeschlossen, das hatten wir ja schon in Moody's Herausforderung. Warum werden wir wieder nach vorne hier bei der Auswahl geschmissen? Das ist sehr seltsam. Hogwarts-Gelände, okay. Und verbotener Wald noch drei trimagische Schilde zum Betreten des nächsten Gebietes. Also wir können jetzt quasi zum verbotenen Wald, aber zum nächsten erst, wenn wir drei trimagische Schilde haben, okay. Meine Güte. Meine Güte, ja, es geht halt eins nach dem anderen hier. Na, oh, ah, okay, also nachdem wir beim verbotenen Wald waren und drei Schilde gesammelt haben, drei Trimagische noch, kommen wir bei der ersten Aufgabe des Trimagischen Turniers an der Drache. So, wir können ja gerade mal durchgehen. Erstes Trimagische Turnier, danach das Badezimmer der Vertrauensschüler, warum auch immer das ein Level ist. Kräuterkunde. Zweites Trimagisches Turnier, der See. Drittes Trimagisches Turnier, das Labyrinth. Und Voldemort. Achso, okay. Spoiler-Alarm. Okay. Alles klar. Das ist ja doch sehr übersichtlich. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, weil wir tatsächlich hier bei... Oh mein Gott, geht das langsam. Hogwarts-Gelände. Weil wir da erstmal einen Weg irgendwie so hatten. Und anscheinend konnte man da aber auch noch woanders hin. So, ich drücke mal X. Hoffe, die richtige Tasse erwischt zu haben. So, die Harry-Karten. Harry hat 74 Bohnen eingesammelt. Haben wir schon den zweiten Satz mit ihm freigeschaltet? Tatsächlich, okay. Was haben wir hier? Fluch. Okay, können wir endlich mal bei Harry den Fluch ein bisschen pimpen? Sehr gut. Harry und Moody, ausgezeichnet. So, 40 tut's auch noch. Dann nehmen wir Harrys Kraftleiste wird um 20 erweitert. Okay. Ah ja. Schick. Schick, schick, schick. Kurz vor der ersten Drachenaufgabe, so glaube ich, ne? Will ich mir gerade ein. Ja. Hm. Ach man. Schön diese ganzen Set-Fotos. Mann, Mann, Mann. So, Hermine hat 170. Ach, fast. Fast die 200 hier. Aber zumindest dieses Magicus Extremus können wir noch holen. Na, ganz toll. Aha, okay. Dumbledore vorm Heckenlabyrinth. So, Satz 2. Mit 75 und 15. Accio. Warum immer Magicus Extremus? Kann denn Hermine nicht mal was anderes ein bisschen pimpen? Okay, ja, auch das vor der ersten Trimagischen Turnieraufgabe bei der Drachenauslosung. So, und 45, dann nehmen wir Akio noch hin mit. Keine Ahnung, Mensch. Harry und Hermine. Sachen gibt's. So, haben wir Ron-Karten. Ron hat 65 Bohnen gesammelt, meine Güte. Aus dem ersten Satz kriegt er keine mehr, aber hier Fluch können wir schon wieder erhöhen. Ach, schön. Und davon 6 Sets jedes Mal. Da ist er wieder, der Arki. Wunderschönen guten Abend, Arki. Mensch, hast du vorhin auch gestreamt? Bist du gut vorangekommen bei Arceus? So, 15, okay. So, wird das doch mal raus hier. 1938 haben wir es. Ein oder zwei schaffen wir heute noch. Ich werde trotz des Internetausfalls vorhin verdingsen, ne? Verlängern. Meine Güte. So, ja, wir können in den verbotenen Wald, wir können nur im Hogwarts-Gelände weitermachen. Das ist alles ein bisschen redundant. Medusa, wunderschönen guten Abend. Auch Arceus wollte ich gerade sagen. Arkitsu und Medusa. Nutzt die Gunst der Stunde noch hier zu erraten in der ersten Folge, wie viele Folgen wir brauchen werden für den vierten Teil. Der fünfte war eher Action statt Horror. Also Resident Evil meint Dizzy.
Ja, ich verwechsel mal. Der vierte war der im Dorf. Bin mir fast sicher. Aber der war doch auch schon so actionmäßig, weil man halt nicht mehr. Ich fand das bei Resident Evil die ersten zwei, drei Teile immer so geil, dass man. Ich fand die feste Kameraperspektive gut. Ja. Ich fand das sehr stimmungsvoll. Ich fand das manchmal sehr dreuend, dass man nicht gesehen hat, wo es lang geht. Ja. Nur Texture, es läuft bisher ganz gut. Mal sehen, wie lange noch. Bei wo? Bei Arceus, okay. Wie viel waren es die letzten Male? Ach so, ich glaube, so 4 und 5 hat sich immer die Waage gehalten. 4 und 5 Folgen, ja. Beim vierten fängt das mit der Action an. Hm. Ich will meine Nummer von 7 auf 4 wechseln. Okay, Evil Cutie wechselt auf 4 Folgen. Harry Potter 4. Wenn ich darf, natürlich darfst du. Wie gesagt, die komplette Folge über könnt ihr euch noch umentscheiden. So, während ich mal weitermache hier. Wir gehen, glaube ich, nochmal ins Hogwarts-Gelände gucken, ne? 6 und hallo, Didel, wunderschön, guten Abend. Auch dir, Mensch, jetzt kommen sie alle. Jetzt werden sie alle wach. Statusänderung, also nur Schaden durch Gift, Brand, Verwirrung, Fluch oder sonstiges, kein direkter Angriff. Aha, geht das? Geht das? Ja? Strange. Seltsam. Ach so, keine physischen Attacken quasi, nur welche Statusveränderungen machen. Okay, dann raff ich es auch. Okay, na gut, da kannst du die doch, glaube ich, alle rausnehmen einfach und dann ist gut, ne? Hm. Okay. Wir hatten Hermine, wir fahren jetzt eine Runde mit Harry durch die Gegend hier. So, wieder optimal. Finde ich gut. Schön, dass man hier automatisch befüllen kann und gut ist. Nächste, guck mal hier. Hermine macht dreimal Magicus Extremus und ist total rennt wie ein Lauch rum, ja? Und Medusa abonniert. Danke, Medusa. Danke, Medusa. Mensch, 17 Monate. 17 Monate, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aki sagt 4 Folgen, okay. 4 Folgen, da sind wir wieder bei so 3, 4, 5 sind wir wieder gut dabei. Medusa loben, definitiv. Willkommen bei der Subtombola, Senior Brahma. Ron sieht schockiert aus. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. So, wir können das aber auch noch umliegen. Jetzt hat sie wenigstens ein bisschen Akio, ja? Es ist ja... Aha, Akio, das wird ja mal besser. Okay. Wählen, um alle drei Karten des Charakters automatisch auszurüsten. Wonach geht der denn da mit dem automatischen Ausrüsten? Das ist total seltsam hier. Hier, Ron kann einfach nur fluchen. Wie ein Weltmeister, wie ein Furknecht. Hoch. Evil Cutie, willkommen bei der Subtombola. Ich habe, glaube ich, noch... Ich weiß gar nicht, welcher Tag das ist. Ach so, der 27. Ach, das ist ja schon wieder nächsten Sonntag. Ach du Scheiße. Das ist ja nächsten Sonntag. Okay. Na dann. Na dann. Also sind wir ja auch schon die ein oder anderen jetzt hier, ne? Ich muss gerade mal gucken, wie viele Teilnehmer haben wir denn überhaupt schon wieder? 8 Teilnehmer an der Subtombola. Ruby... Usago, Medusa, Katze, Tom, Ruby, Senior Brahma und Evil Cutie. So, und wer jetzt zweimal Ruby gehört hat, der hat richtig gehört. Ruby, du nimmst zweimal teil. So geht das ja gar nicht. Hoch. Ochi. Ochi, ja, mit Prime abonniert 13 Monate. Den 13 Monaten schon. Meine Güte. Gerade am 14. geht mit Jay auf dem Ohr. Geil. Ja, Ruby ist zweimal drin. Ruby darf sich einmal... Darf sich einmal die Subtombola selber refunden. Ach je, so ist das. Wo habe ich denn jetzt das Fenster hingepackt? Wo ist denn jetzt hier mein Abo-Gedöns? Ach so, hier im Hintergrund. Aha. Tja, zweimal zählt nicht. Und den Ochi feiern. Oh mein Gott. So, okay, ich werde mal weitermachen hier. Also, ja gut, Ron bleibt beim Ultra-Fluchen. Und dann legen wir los. So, weiß nicht, wir sind jetzt gerade irgendwie nach rechts gegangen. Ja, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt einen anderen Weg hier finden. Alter, wer soll denn hier durchsehen? Okay, das hatte ich vorhin tatsächlich am Anfang gar nicht gesehen gehabt, dass hier... Hier ist einfach mal eine Zugetür, das ist schön. Zugetüren sind immer gut, da kann man nämlich durch, da kann man sich verlaufen. Wieder zurück, was? Ja, ja. Euch fehlen noch einige Schilde. Ist das eine Frage? Geht das Kindergesinge wieder los. Und hier hat irgendjemand wieder Boden in den Topf getan. Okay.
Achso, wer sich übrigens gefragt hat, ob die nächsten Harry Potter Spiele genauso oder ähnlich werden wie das hier. Nein. Nein, die werden wieder vernünftig. Okay, hier drüben waren wir schon. Belohnung herbeizaubern. Belohnung herbeizaubern. Das klingt auch total komisch, dafür, dass wir Boden holen. Also hier hinten sind wir ja vorhin lang gegangen. Also gehe ich jetzt mal einen anderen Weg lang. Auch wenn sich das da hinten, glaube ich, sogar nochmal teilen tut. Okay. Hier ist noch ein Dingens. Ein Anti-Obskurant, jawohl. Meine Güte. Das würde nicht einmal gegentreten reichen, aber nein. Wir müssen uns hier voll einen wegzaubern. Oh Gott, hier geht's runter. Was ist denn da unten los? Hat irgendjemand Kessel aufs Dach gestellt? Hier haben wir ein paar riesige Würfelfelsblöcke hochklettern. Oh, warum sollte ich die hochklettern? Hermine, alles gut. Was macht ihr da? Wisst ihr, einfach mal Arme trainieren. Ist so. Warum soll ich hier hochklettern? Und was will ich hier unten? Es geht ziemlich weit nach unten. Nicht ja, dran. Da hast du völlig recht, Ron. Das Echo ist total seltsam. Wingardium Leviosa. Aber was will ich denn mit dem Felsen? Würfel. Ah, oh. Sehe ich das gerade richtig? Da geht's. Ist das hier? Ist das tatsächlich der erste Geheimgang? Oder das erste Secret? Was ist denn, wenn ich diesen Würfel auf Ron fallen lasse, ist Ron dann tot? Das ist eine richtig gute Frage. So, warte mal. Erstmal würfeln wir den Würfel hier hoch. Bleibt der da oben? Nein. Jedenfalls nicht so elegant, wie ich das gerne hätte. Na toll. Wählt doch immer genau den Würfel aus, den ich... Och du Scheiße. Den ich nicht dingsen will. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Okay, da wo der grüne Schimmer ist, diesen Block nehmen wir. Aber ich würde gerne den hier... Den hier oben nehmen. Das ist schon... Nee, jetzt habe ich den richtigen. Okay. Dreht den... Jetzt ist der unten so bescheuert. Okay. Ha, 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 ha. So ist okay. So ist okay, so kann er bleiben. Wingardium Leviosa. Und den jetzt hier bitte irgendwie ganz sachte davor, dankeschön. Medusa loben, Ochi loben, Brahma abonnieren, jawohl. So gesehen, so geschehen. Okay, ist das beabsichtigt, dass wir jetzt hier einfach nur gucken können? Gucken, aber nicht anfassen, ja? Das ist ja... doof. Okay. Wir hätten jetzt auch Hermine räuberleitermäßig da hochschmeißen können, aber hatte irgendwie keiner Bock drauf. Na gut. Dann gehe ich doch mal unten gucken, was mit den Kesseln da so am Brodeln ist. Wer macht denn sowas? Sowas habt ihr noch nie gesehen, was? Was denn? Wo die alte Hippe? Wir Kessel, müssen die Junge. Kessel benutzen. Wie? Für was Wofür? Benutzen? Ja, genau. Ron hat die richtige Frage drauf. Um die Stützen zu zertrümmern, Ron. Hä? Welche Stützen? Vorsicht. Sie sind ein wenig explosiv. Welche Stützen? Hast du das gesehen? Nee. Er ist explodiert. Hä? Das raff ich nicht. Ich habe gerade gegen die Stütze gehauen, da ist nichts passiert. Hallo, Anti-Obskurant. Und dann habe ich gegen die Mauer gehauen und dann ist die Stütze kaputt gegangen. Ich hinterfrage nicht mehr. Okay. Das ist eine interessante Mechanik. Auch wenn ich sie nicht raffe. Aha. Okay, das war zu luschig. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Brunnen. Was soll uns der Brunnen sagen? Nix anscheinend. Hahax. Hahax Brahma. Ja. Aqua Erupto. Okay, hier gehen uns langsam die Kessel aus. Oder wir müssen ein bisschen weiter werfen. Wingardium Leviosa. X weg. Haha, Brahma. Haha!
Das war ein Roundhouse-Kesselwurf. Oder so. Ja, das ist eine Trademark. Ich kann die Frösche nicht ranakkieren. Warum eigentlich nicht? Auf jeden Fall habe ich wieder zwei. Jetzt kann Ron oder Hermine oder Harry wieder zweimal mehr sterben. Das ist jetzt schon das ist ein bisschen gemein. Der Harry gibt sich übelst die Mühe, die Boden da raus zu zaubern, ja. Und Hermine steht davor und bekommt die alle in den Rücken geklatscht. So. Okay, haben wir hier hinten ist wieder mal ein neuer Kessel. Sehr schön. Den können wir gerade gut gebrauchen. Harry, du kannst gerne den Kessel hochzaubern. So, da hinten haben wir einen Salamander. Der braucht dringend mal Wasser auf den Kopf. Ey, siehst du, guck mal. Wir tun den Aqua Eruptun, ja. Aber er lässt sich nicht staggern. Das heißt, während wir den anzaubern und uns nicht bewegen können, kann der trotzdem noch zaubern. Das finde ich ein bisschen seltsam. Feuerdingsen. Ne? Das ist ein bisschen strange. Dabei hatte ich mich gerade so schön daran gewöhnt, dass man WASD und Mouse-Drive-mäßig bei Harry Potter 2 und 3 durch die Gegend eiern konnte. Ja, aber nö. Nö, nö, nö. Schon ist wieder alles für die Katze hier. Aktio! Aktio. Ist der Fachbegriff für Aktienhandeln. So, okay, also gedrückt halten, Powerzauber bringt es auch nicht mehr. Okay, 94 Münzen für Harry. Hier unten geht es jetzt auch noch lang. Da oben ist anscheinend unser Belohnungsschild. Da müssen wir bloß noch irgendwie hinkommen. Gibt's hier Geheimgänge? Bis jetzt sehe ich hier keine Geheimgänge. Mhm. Wendet Aqua Erupto darauf an. Ja, ja. Mach ich. Oh, Harry verliert übelst Gesundheit. Ihr könntet ihm helfen, indem ihr auch selber schon mal Aqua Eruptut, aber nö. Nicht wirklich, okay. So, okay, eine Runde rum. Nee, noch nicht ganz. Das ging mir wieder voll in die Hose. Was hat ein Ron gerade sich an die Stirn gepackt? Also wenigstens hier könnte die Kameraperspektive ein bisschen wechseln, ne? Okay, hier haben wir wieder einen Anti-Obskurant, den hatten wir aber, glaube ich, schon. Genau, weil hier drüben waren wir. Achso, und hier kann ich hochklettern, ja? Sehr gut, hier ist nämlich noch ein Drache. Eine weitere Drachenstatue. Zwei von, was weiß ich, wie viel. Aha. So. Da muss ich mir jetzt irgendwie mitnotieren, wo ich jetzt überall hin bin, schon oben auf den Dächern von Hogwarts. Die Dächer von Hogwarts. Wingardium Leviosa. Ich sag mal, könnte man sich das vorstellen? Eine Art Netflix-Serie zu, weiß ich nicht, so Sitcom-mäßig? Ich habe mir das mal so überlegt. Ja. Stell dir vor, es würde so eine Art Sitcom-Serie von Schülern auf Hogwarts kommen. Ich stelle mir das für ein richtig gutes Setting vor. Ja. Jetzt mal abseits von den ganzen Hauptcharakteren, dass die ganzen Nebendarsteller so Hannah Abbott und so weiter und was weiß ich wer noch, ja. Oder Seamus Fletchley zum Beispiel oder sowas, ja, dass die da halt übelst die Komödie oder die Sitcom aufziehen. Das finde ich total geil eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin mit dem Topf gerade. Mit den Kindern von denen vielleicht. Ja, so generell. Ah! Weiß nicht, man könnte quasi die Staffeln. Naja, gut, das Schlimme ist halt, die sind alle erwachsen geworden, ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ja. Stimmt, dann bräuchte man natürlich wieder neue Schauspieler. Hast du recht. Hast du recht, Usa. Das hätten die währenddessen aufziehen müssen. Das hätte ich cool gefunden. Das ist keine Herausforderung. Das ist ein Albtraum. Wäre das nicht geil gewesen? So quasi, wie sie mit Marvel gemacht haben, die Filme. Parallel zu den Serien mit den Nebendarstellern. Das hätten sie machen müssen. Haben sie voll die Chance verpasst. Das wäre richtig geil gewesen. Ich glaube, ich renne gerade an dem Schild vorbei. Warte mal, ich muss noch mal gerade zurück, weil das Schild oben. Ich war, das ist das jetzt so ein bisschen das Problem, ne? Können wir uns das jetzt hier eigentlich schon holen oder nicht? Haben wir die Fähigkeit, uns das zu holen? Kann man hier hoch? Nö. Hä? Denn nicht? Oh, hallo, Drachenstatue. Ich habe mich voll übersehen. Seid ihr wichtig? Oder tut ihr bloß so?
Kann ich euch kaputt zaubern? Kann ich euch kaputt kesseln? Ich kann die kaputt kesseln. Okay, und da sind Bohnen drin. Das ist total hilfreich. Das ging daneben. Alter. Oh, nee, doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe unbewusst hier hinten eine weitere Statue getroffen. Hermine, du stehst da ungünstig. Da ist ein Schild drin. Ach, schön. Aber ich glaube, da hätte man in der Schriftstellerin... Was? Da hätte man mit der Schriftstellerin sprechen müssen, die Rowling, ja. Und die hätte das absegnen müssen. Ja, ne? Irgendwie... Weiß ich. Also, alleine quasi die Kulissen und so weiter hätte man für sowas super nehmen können. Ja, Wunschdenken, ne? Das ist das Blöde dran, ja. Wunschdenken. Die Bohnen hauen gerade voll in das Fenster ab. Warum auch immer. Weißt du? So, wie, Fifi-fo-fum, wie komme ich hier an das Schild dran? Ich dumm. Das reimt sich echt furchtbar. So, jetzt haben wir das letzte auch abgerissen. Und nun? Wie komme ich da hoch? Kann ich das ran, Akion? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Die sagen echt alle Aktio. Springen. Ich kann nicht springen. Harry Potter kann in diesem Teil nicht springen. Und Ron auch nicht. Und Hermine auch nicht. Das ist der vierte Harry Potter Teil, der mit einer neuen Engine daherkommt. Also der erste Harry Potter Teil, der mit einer neuen Engine daherkommt. Und das passiert, wenn man Black Days gibt, richtig. Da kann man nur noch durch die Gegend schaffeln. Und der erste Harry Potter Teil von der auf allen Systemen das gleiche, wo der auf allen Systemen das gleiche Spiel ist. Ne? Soweit und ja. Auch nicht mehr, auch eine völlig andere Genreformel verfolgt. Was halt echt am Anfang mir persönlich sehr sauer aufgestoßen ist, aber ich gewöhne mich gerade dran, muss ich sagen. Es ist nicht so schlimm, wie man eventuell denkt. Halt, wenn man's mal lose betrachtet, im Vergleich zu den anderen, wie komme ich an dieses verschissene Schild ran? Wie soll ich denn da hochkommen? Müssen wir... Nee, das kann nicht sein. Warte mal. Ich hab eine Idee. Aber die ist total weit hergeholt. Kannst du den fetten Block da oben verzaubern und da hinstellen? Meinst du den hier? Genau an den habe ich nämlich auch gedacht. Nur halt einen anderen. Vor allen Dingen, wie komme ich da hin? Also ja, so einen Block kann man auf jeden Fall bewegen. Aber ein Stückchen weiter vorne hatten wir welche ein bisschen weiter oben. Ich guck mal, ob wir die bis hier hinzaubern können. Das Problem ist nämlich, die sind so schwer, dass man mehrere Leute dafür braucht. Wenn die zwei Kollegen, die zwei Nasen da hinten mal mitkommen würden. Ron steht gerade neben dem Kessel, kommt nicht klar. Hermine, macht den Walking Man. Ja, ihr schafft das, Leute. Ich kann die auch leider nicht ranrufen. Alter, für KI-Companions sind die echt dumm. Ron, was machst du da? Ron, willst du auch mitkommen? Bitte. Ron, bitte, danke. Hermine, wo willst du hin? Schnapp dir Ron und dann gehen wir hier hoch, ja? Ich glaube, das wird nichts. Es gibt ein richtiges Secret of Mana Vibes. Ja, da waren die nämlich auch so dumm. Sind da irgendwelchen Kanten hängen geblieben, da hast du völlig recht. Und dann, das Problem war dann aber, dass man das Bild nicht weiter bewegen konnte. Wenn die hinter irgendwelchen Kanten gehockt haben, dann kann ich mich noch richtig schön erinnern. Oh Gott, ich habe mir gerade Kombi-Zauber. Ich habe Harry Potter gerade eine zweite Stirnnarbe verpasst. Okay, hier geht's nicht lang. Wir sind gespannt. Wie weit kommen wir mit diesem Felsen? Stein. Alter, Ron ist zu doof. Ron, mach doch. Harry geht von alleine nach hinten. Okay, das war jetzt auch nicht unbedingt der Bringer. So, jetzt nochmal, bitte. Harry, der geht von alleine nach hinten. Warum geht der von alleine nach hinten? Hallo? Harry, was ist mit dir los? Und warum geht der Felsen von alleine nach vorne? Nee, schaffe ich nicht. Geht nicht. Kommt nicht da runter. Jetzt die Frage, wann ist ein Stein als Felsen klassifiziert? Wenn er direkt aus dem Felsen kommt. Oder sowas. Ich glaube, Stein sagt man eher, wenn sie bearbeitet sind, ne? So ein bisschen zumindest. Und ich glaube, Ziegel sind dann die gebrannt sind, ne? So würde ich das kategorisieren. So, ich guck mal gerade, kann ich hier noch irgendwie was mit den Kesseln kaputt machen? Diese Wand zum Beispiel. Nein, kann ich nicht. Wie komme ich an den Felsen da oben ran? Stein. Warte mal, ich glaube...
Ich kann mich auch erhöhen, definitiv. Von hier oben. Komme ich von hier aus ran? Ach, ich komme von hier aus ran. Und Harry haut schon wieder nach hinten. Na, wo sind die anderen beiden Nasen jetzt? Hallo, könnt ihr bitte mitmachen? Wo ist Ron? Alter. Hä? Er ist von ganz alleine nach hinten gegangen. Ron, willst du auch mit hochkommen? Das war Hermine, ich hab's genau gehört. Könnte Ron bitte auch? Eine Ziege gibt Milch. Fast. Okay, ich warte jetzt hier vorne, bis Ron und Hermine neben mir stehen. Also ich würde ja behaupten, dass das mit ohne KI besser klappen würde. So, ich sehe schon Hermine da unten. Wo bleibt Ron? Ich bin einmal raus für heute. Danke für den Stream und hab auch viel Erfolg. Danke, Ruby. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Stream auch, für deine Mühe und so weiter. Gilt natürlich alle anderen auch. Hab noch einen schönen restlichen Sonntag zu. Hermine ist jetzt da. Wo bleibt denn jetzt Ron? Wo ist Ron? Ron ist da unten und kommt nicht klar. Alter, Harry. Wieso ist er jetzt alleine runtergeeiert? Ron, der kommt einfach nie hoch. Jetzt. Nee, doch nicht. Nee, Ron, jetzt. Oh, jetzt ist Hermine wieder unten. Schön. Ach so, morgen, bevor ich es vergesse. Ich habe Spätschicht. Ich habe den Sendeplan leider noch nicht aktualisieren können, bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe morgen Spätschicht. Bei mir geht's morgen erst wieder nach Ruby los, ne? Vielleicht sind es auch 40 Folgen, eventuell. So, jetzt sind alle oben. Können wir bitte mal jetzt hier die Dingens holen? Ja, wir haben den Felsen. Okay. Alles klar. Boah, erstmal absetzen. Wir haben den scheiß Felsen unten. Ausgezeichnet. So, wenn wir jetzt noch alle sicher hier runterkommen, ist das super. Ich will mir bloß noch den Schild da oben holen, dass wir hier nicht umsonst waren. Und dann haben wir das auch tatsächlich für heute. Er geht automatisch nach hinten. Das ist so doof eigentlich. Okay, ein weiteres Stückchen nach vorne gesetzt. Und... Die wollen nicht. Die verarschen mich schon wieder. So, kommt noch mal bitte ein bisschen näher ran. Ausgezeichnet. Nein, doch nicht. Ihr dürft weitermachen. Ihr dürft weiter zaubern, wenn ihr wollt. Oh nee, Hermine klettert lieber hoch. Jetzt komm hier, jetzt aber, ja. Ja, das ist ja ausgezeichnet. Okay, die müssen bloß richtig stehen. Ob Hermine richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Okay, das reicht noch nicht wirklich. Wingardium Leviosa. So, noch eine Runde. Jetzt mal richtig schön ran hier an den, an den Mauer. Dankeschön. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Schild holen. Sehr schön. Wenigstens was. Oh mein Gott, das hat neue Moody-Herausforderung. Schön, fähig, dankeschön. Das habe ich doch bis nächste Woche voll vergessen. Wir sind kompetent übrigens mit Wingardium Leviosa, das wieder hoffen. Capere Tractum sind wir auch kompetent, ausgezeichnet. Aqua Eructo sind wir auch kompetent. Toller Zauber, toller Zauber, toller Zauber. Er steht überall 0 dran. Aha, ein Zauber. Danke. Ebublio. Ebublio ist auch ein sehr interessant klingender Name. Okay. 3 von 5 Antiobscuranten und 2 von 5 Drachen. Okay, das ist gut zu wissen. Und ein paar neue Karten. Sehr schön. Okay. Ja. Einmal speichern bitte. Sehr schön. Da schreibt sich sicher irgendein Grafik-UI-Designer innerlich. Da schreit. Schreit. Okay. Ich denke auch. So, wie kann man jetzt hier eigentlich generell speichern? Wäre jetzt gerade so meine Frage. Oder macht er das automatisch? Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt hier rausgehe? Bist du sicher? Ja. Speichert er das jetzt? Ich hoffe doch. Okay. So, wie lange machst du noch? Ungefähr bis jetzt. Denn es ist 20 Uhr. Da. Sehr schön. Lass mich das mal ganz kurz beenden. Dankeschön, Hochrolla. So, dann das wäre es für heute gewesen. Aber ihr noch hier seid, wer noch nicht geraten hat oder seine Meinung ändern will, wie viele Folgen werden wir wohl brauchen für Harry Potter, den vierten Teil, den
Das Trimagische Turnier. Ich will immer das Trimagische Turnier sagen. Den Feuerkelch. Einmal hier klicken, einmal da klicken. Und da haben wir auch ein bisschen Musik. Und wenn Streamlabs will, haben wir vielleicht sogar eventuell Credits. Das wäre ja ganz toll. Ja, das läuft heute wieder. Super. Bayern, allen schönen Abend, da hast du völlig recht. Also, ich habe mir schon aufgeschrieben, Katze schätzt 6 Folgen. Usago schätzt 8 Folgen. Evil hat geändert und Usago hat er auch geändert. Das hat sich Ruby aufgeschrieben, hoffe ich, denke ich, schätze ich. Die jetzt aber leider auch schon weg ist. Usago hatte auch 4. Nee, Aki hatte 4 gesagt. Okay, und Usago hatte, glaube ich, auf 3 geändert. Medusa hat 5 gesagt. Okay. Du hattest 4 gesagt. Okay, Evil hatte 4 gesagt, ja. Usa hatte auf 3. Danke. Danke, dass du es nochmal sagst, jawohl. So, Medusa hat 5 gesagt. Ich notiere mir das sicherheitshalber jetzt trotzdem nochmal selber, ja. Man weiß ja nie. Pop. So, Brahma hatte 5. Noch irgendjemand mit einem Tipp. Wo habe ich denn Aki jetzt gesehen? Gab 4. Aki hat 4 getippt. So, wir haben jetzt Katze 6, Usagu 3, Evil Cutie 4, Brahma 5, Medusa 5. Noch jemand mit Meinungen. Noch irgendwas gesehen? Diddle hat 6 getippt. Wisst ihr? Ich habe Angst, hier irgendwas zu vergessen. So, 6, Medusa hat 5. Hatte Ruby was gesagt? Ruby hat gar nicht getippt. Warum hat Ruby nicht getippt? Ich glaube, ich werde das nachher nochmal in den Discord schreiben, ja? Denke ich mal. Okay, na gut. Dann soll es das hier für heute Abend auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Haben wir irgendjemanden, wo wir hinreiten können? Reiten? Ich glaube nicht, jetzt sind alle durch, ne? Jetzt sind alle durch und der Ori hat anscheinend auch keine Lust. Ja, na gut, dann habt einen schönen restlichen Abend und gerne auch Meinung und so weiter zu den Harry Potter Spielen bei uns auf dem Discord packen, ne? Da können wir gerne lebhaft drüber diskutieren, jetzt auch gerade so der Unterschied zwischen den ersten 3 Teilen und dem 4. Ne? Und natürlich Hogwarts Legacy, auch da möchte ich beziehungsweise können wir gerne drüber reden. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und natürlich werde ich das streamen und nein, das wird nicht zu unseren Wetten oder den Sonntagsstreams hier dazuziehen. Hogwarts Legacy würde ich dann tatsächlich auf einen Donnerstag oder ähnliches verlegen. Oder wenn wir vorher die ganzen Filmspiele schaffen, dann können wir es natürlich auch sonntags hinten ranhängen. Das wäre natürlich auch eine Sache. Na gut. Langes hin oder her. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an die Subs und so weiter. Meine Güte, Dankeschön. Vielen Dank an Medusa für das zum Wohl. Dankeschön. Und an alle Teilnehmenden. Dafür dann Winke und Tschüssi. Und morgen erst nach Ruby. Nicht vergessen, ne? Danke.